Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Minecraft Let's Play. Und einige von euch werden es schon bemerkt haben, die Auflösung ist etwas geringer. Jetzt nur noch mal in 720p, nicht mehr in 1080p, weil ich das Festplattenproblem immer noch nicht so richtig identifiziert habe und wir sind immer noch in der Höhle. Aber nicht mehr lange. Ich dachte mir mal so mit Level 36 und so, das ist schon so in der Kategorie, dass man da mal was draus machen könnte. Und das werden wir dann auch gleich mal tun. Erstmal machen wir hier noch ein bisschen Licht hier. Licht ist immer gut. Oh, da ist schon Lava. Ah, hier war ich noch gar nicht. Also die Höhle ist unendlich. Also ich bin hier auch offscreen quasi. Naja, offscreen war es ja nicht. Ich habe es ja gesehen. Also irgendwie so ein bisschen offline, aber doch nicht. Durchgewatschelt und ist geil. Also es schließt sich unten noch ein Minensystem an. Eine Schlucht habe ich auch schon entdeckt. Diverse Dinge, die einfach ziemlich cool sind. Und deswegen habe ich mal beschlossen, eigentlich müssen wir hier den Weg hin verbessern. Und wir müssen vor allem unseren ganzen alten Scheiß mal nach Hause bringen. Und damit fangen wir jetzt mal an. Damit sich's auch lohnt, fangen wir mal mit wichtigen Sachen an und nehmen die mal zuerst mit. Also die ganze Kohle. So, was haben wir denn hier noch? Gunpowder brauchen wir alles nicht. Seeds, naja. Bett. Zwei Plätze noch frei. Zäune nehmen wir mal noch mit und Knochen. Vielleicht finden wir einen Hund unterwegs. Und ja, mit den Hunden, das mit den Hunden ist hier echt merkwürdig. Also irgendwas scheint da in meiner Minecraft-Installation broken zu sein. Ich habe keine Ahnung, welches Plugin das Spawn von Hunden verhindert. Aber irgendeins tut es. Bei so viel bin ich mir sicher. Und deswegen, ja, gucken wir mal, was das denn so ist. Vielleicht finden wir das ja nochmal raus in einer der nächsten Folgen. In dieser Folge soll es erstmal um den Transport von Waren gehen. Ne? Transport Tycoon in Minecraft. Das war nicht so schlau. Warte mal, das mal weg. Ja. Ach, im Endeffekt kann man das hier auch so durchziehen. Geht auch so. Alles klar. Ist der Eingang noch ein bisschen massiver, ein bisschen gesicherter. Und ja, es ist Tag, aber nicht mehr lange. Trotz allem laufe ich in den Kaktus und auf geht's Richtung Heimat, die da hinten irgendwo ist. Und ich dachte mir auch, wir könnten ja einen Weg bauen. So ein bisschen. Toll, ein Cobblestone. So, machen wir den dahin. Ein Cobblestone haben wir noch dabei. Wieder ein Slot frei für andere Sachen. Naja, scheiß drauf. Erstmal auf in die Heimat und dann gucken wir weiter. Wir sind ja gut bepackt. Zum Glück noch keine Diamanten auf Tasche, von daher werden wir gleich nicht in die Luft gesprengt werden. Und ich kann es mir auch mal leisten, hier so in der Nacht durchzugehen. Und ja, die anvisierten 60 Frames sind jetzt wieder stabil. Warum 60 Frames? Ich habe ja da noch was vor. Ja, demnächst mehr davon. Und ich hoffe, ich erinnere mich überhaupt noch dran, wie ich überhaupt nach Hause komme. Das ist so ein bisschen, naja. Ah ja, da sehe ich schon Hinweispfeil. Hier fehlt noch einer. Tja, so die letzten Folgen waren etwas rätseliger. Ich weiß gerade auch nicht so. Hab mich ja über Facebook aufgeregt und über Hamster und über was ich mich nicht alles aufregen wollte. Jetzt dachte ich mal etwas schweigsamer, weil ich bin leicht angeschlagen. Man hört es vielleicht, ich deswegen ein bisschen weniger Redefluss. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, hier auch die nächste, ja, mal bis zum Ende draufklicken hilft, dann isst er das Brot auch auf. Hier bis zum Ende durchzukommen. Nö.
und nach Hause zu laufen. Hallo, Skeletor. Ja, ja, ja. Musst mal Zielwasser trinken, mein Freund. Außerdem hatte ich mir so vorgenommen, ja noch Terrasology weiter voranzutreiben. Beziehungsweise da nochmal ein Let's Gug um zu produzieren und dann vielleicht mal ein paar mehr Informationen noch über das Spiel rauszugeben. Das ist bis jetzt leider nicht passiert. Tut mir leid und wird auch wahrscheinlich demnächst nicht passieren. Weil die Zeit, die ich habe, wird doch immer geringer werden. Und das heißt, ich bin froh, wenn ich noch weiter Minecraft-Let's Plays und hin und wieder mal einen Cast hinkriege. Ja, so die Idee. Schauen wir mal, wie es denn wirklich wird. Ah, da sehe ich schon mein Haus. Das heißt, wir sind gleich da, also an dem vorgelagerten Häusle. Hallo, Zombie. Und irgendwann auch im Haupthaus. Dann müssen wir noch ein bisschen hier durch den Keller und so. Aber ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit einfach mal, uns kurz aufs Ohr zu hauen. Hier ist auch noch jede Menge Scheiß drin. Ja, Schilder. Siehst du, das wollte ich noch. Da man Schilder ja jetzt decken kann, ein Yupdihai auf die Leute, die bei Mojang das begriffen haben, dass das eine tolle Idee wäre, kann man Schilder halt stacken und könnte man sie auch mit in die Höhle nehmen, um eventuell Wegweiser anzubringen. Also was außerhalb... Ach, sehen wir. Wir waren stabil bei 60 Frames, jetzt bricht es schon wieder ein. Desto länger es schreibt, desto weniger wird es. Und da brennen sie, die Zombies. Also, es hat nicht so wirklich was mit der Auflösung zu tun. Oder doch ein bisschen. Irgendwas ist hier komisch. Soweit bin ich mir sicher. Ja, Seeds. Ah, hier. Ja gut, das ist jetzt gerade... Brot machen kann ich mir dann nachher oben. Also erstmal nach Hause mit dem ganzen Rotz hier. Ach ja, nach Hause. Ich befürchte ja bei meinem... Schnittmuster, das am Ende dann doch wieder nur eine Höhle zu sehen sein wird, als YouTube-Startbild. Könnte mich ja jetzt nicht immer eine Viertelstunde an die Klippe stellen und ein bisschen in den Dschungel gucken oder so. Damit wir spannende Startbilder generieren können. Na, Kätzchen. Hier ist auch alles beim Alten. So, auf jeden Fall haben wir jede Menge Ressourcen nach Hause geschafft und diese können wir jetzt auch einfach mal einsortieren. So, davon noch haben wir das auch bei. Ja, das haben wir auch bei. Und das haben wir auf jeden Fall bei. Kohle ohne Ende. Fast eine Doppelkiste voll davon. Achso, da fällt mir auf. Fast eine Doppelkiste voll davon, dass ich zweimal hier mit nach Hause nehme. Weil die brauchen wir später auch noch. Ja, und unten im Keller wimmelt es immer noch von Tieren, wenn dann irgendwann Häuten essen werden. Ja, die können wir jetzt auch mal hier... Ja, das ist okay. Achso, ja, und Musik haben wir auch. Mann, das habe ich ja ganz vergessen. Wir hören Geosophat mit dem Album Mayan Traveler. Sehr schönes Album auch wieder, das uns jetzt hier musikalisch unterstreichen, begleiten wird. Musikalische Untermalung. So, die Knochen sind Drops und Drops sind da hinten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, war ja jetzt die letzten Tage auch etwas mehr wieder auf dem Server. Ne, hier sind die Knochen nicht. Wo sind die denn? Sind die hier drin? Ne, da sind sie drin. Ja, die Drops. Auf dem Server unterwegs, da war ich stehen geblieben. Und auf dem Server sieht das Ganze... Jetzt habe ich noch zwei Pfeile. So, ein Blödsinn. Auf dem Server sieht die Sache ja ein bisschen anders aus, ne? Meine Kistenanordnung und so. Und deswegen bin ich jetzt schon wieder am Überlegen, wo hier was ist. Ich habe mich so sehr dran gewöhnt. Zu sehr. Und irgendwie kommt es mir vor, als ob er auch langsam rennt. Ja. Also wieder zurück. Ich hätte jetzt noch jede Menge
Keys mitnehmen sollen. Um den Weg nach drüben dann ein bisschen auszubauen. Schauen wir mal, wie das so wird. Auf jeden Fall müssen wir uns wieder ein paar Brote machen, weil da haben wir nur noch 20 von. Brote zu machen, nehmen wir einfach mal sowas mit. Dann kriegen wir hier wieder ein 64er Stack Brote raus. Um dann festzustellen, dass in dieser Kiste bereits ein, nee. Cool. Keine Brote. Cool. Dann lohnt sich das ja mal. Brote machen, nicht Kiste gucken. So. 64, 20, ja, passt. Packen wir den drin wieder hin. Hui. Und wo ist die Sonne? Fast auf dem Zenit, das heißt, es reicht. Vielleicht sogar noch für den Weg zurück. Und, oh, ein Ozelot. Tja, was könnten wir denn so machen? Bauprojekte habe ich jetzt gerade nicht so wirklich. Weil, wie gesagt, wenn ich gerade so ans Bauen und Herstellen von Zeug denke, denke ich doch mehr an die Serverwelt gerade. Bin ich ein bisschen aufgeschmissen, deswegen dachte ich mir mal, ich fusche mich so durch mit dem Transport von Gütern und belabere das Ganze noch ein bisschen im üblichen Stil, ne? So, ja, auch nicht. Hallo. Na toll. Muss ja auch nicht das Problem sein. So, Teichrosenblätter mitnehmen. Spawnen die jetzt eigentlich neu? Kann man die züchten oder nicht? Ich hab's immer noch nicht raus. Gut, ich gebe zu, ich habe auch nicht wirklich nachgegoogelt. Geguckt. Nachgebingt. Okay, eine Schleichwerbung hier für funktionierende Suchplattformen. Bing funktioniert auch. Findet auch Ergebnisse. Manchmal. Ach ja. So, da ist ein Wegweiser-Pfeil. Ist das nicht toll? Jede Menge Clay. Ist das? Wollte ich ja immer noch ausprobieren mit der Unterwassertür. War Clay ernten gehen wir jetzt nicht. Da ist eine Kuh. Die ernten wir auch mal nicht. So. Hier hoch. Ich will hier einen Weg bauen. Das ist, glaube ich, dann das, was wir, womit wir uns jetzt beschäftigen werden. Ist der Weg, der kein leichter sein wird. Ha, ha, ha. Ha. Jedenfalls der Weg rüber zu unserer anderen Wirkungsstätte, die ist ja jetzt doch ein paar Meter weit entfernt, sodass ein Weg sich durchaus mal lohnen würde. Ja, und Brotverschwendung allenthalben. Ganzes Brot, um ein halbes Herz aufzufüllen, aber eine halbe Keule. Ist ja kein Herz, ist ja eine Keule. So. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Hier schön irgendwie unten am Rand der Berge oder sowas bauen wir uns da was. Dann brauchen wir Dirt und wir brauchen Kies. Also Erde und Kies werden wir verwenden. So, und wir suchen da hinten in die Richtung was. Ne, weil wenn wir hier unten lang gehen würden, das wäre auch total toll. Also hier unten so schön am See und so. Bauen wir uns einen schönen, 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 schönen Weg. Und ja, dieses Ganze auch als bisschen als Ausgleich für diejenigen, die heute Abend einen Cast erwarten. Den es leider nicht geben wird, weil ich halt doch zu angeschlagen bin. Und zu der Uhrzeit liege ich meistens im Fieberwahn irgendwie rum. Ich dachte mir, ich mache das jetzt mal frühs. Und erfreue mich so ein bisschen dem, was da so kommt. So. Könnt ja mit einem anderen Programm wiederum dafür sorgen, dass das, was jetzt hier so rausfällt, also ich finde es faszinierend, dass der nur 38 Frames stabil hinschreiben kann. Muss man die Festplatte da irgendwie überprüfen. Irgendwie ist es komisch. Ich hätte ja angenommen, dass ich ein bisschen mehr schaffe als das. Also er schafft ja auch erst mehr, aber es scheint im Cache zu landen und wenn der Cache dann geflasht wird, dann ist vorbei. Und so schlecht sind die Festplatten jetzt auch nicht, die ich da drin habe. Kann ja nicht sein, dass man, wenn man hier mit 1080p Aufnahmen hier anfangen will, dass man dafür eine SSD braucht. Die zum Aufnehmen. SSD zum Aufnehmen klingt irgendwie für mich falsch.